So, und weiter geht's. Natürlich nicht Y drücken. So, na Bram. Wegen dir haben wir Ärger gekriegt, du Lümmel. Aber erst nochmal hier ein paar Sachen sammeln. 3 Pilze, oh, das ist super. Dir fehlt noch etwas, um den Auftrag zu beenden. Ach, Bram, du Keks. So, ja genau, der... Oh. Boah, alter Schwede. Übel, guck's dir an. Der gibt uns 74 Coins für eine Deisteinpilzsuppe, die einfach nur aus Pilzen gewonnen wird, die hier wachsen. Ah, genial. Jetzt beweise ich, wie ich gut Geld machen kann, ohne großartig hier alles extra anpflanzen zu müssen. Wunderbar. Ja, Goulet wird auch später noch nützlich werden. Jetzt haben wir den Halunken mal kennengelernt. So, esse ich mal ein Brot. Ich muss auf jeden Fall noch Weizen anernten. Da mache ich jetzt mal eine komplette Sachlage draus. So, wie lange? 8 Minuten? Ja, da können wir nochmal rinstrullen. So, den Kürbis ernte ich mal. Sonnenblumen und Weizen. Mehr Weizen. Weil einmal Sonnenblumen habe ich. Okay, was brauche ich denn noch? Für das Labor brauche ich noch 13 davon. Ja, das ist eigentlich das Einzige, was man machen kann. Warte mal, wie viel Holz haben wir dann? Auch noch nicht so viel. Ich habe ja gesagt, so knapp 200 würde ich gerne sammeln. Auf der hohen Kante haben. Gut, dann kann das Wäldchen mal weg. Ich meine, Pinienkerne haben wir ja mehr als genug. Jo, ist wie gesagt ein super schönes Spiel. Ich weiß auch, warum ich mit dem ich fand es halt ein bisschen schade, dass die meisten Zuschauer halt sagten, ja, mach ich mal ein Kommi und sag mal, ob mir das so gefällt oder nicht. Eigentlich gefällt es ihnen, laut eigener Aussage, aber auf der anderen Seite halt halten die Kommentare sich so ein bisschen im München übrig. Ich persönlich sage halt von vornherein, mir macht das Spiel Spaß, das merkt ihr ja selbst. Ich meine, ich bin immer noch in der gleichen Aufnahme. Habe jetzt vergessen, den Timer zu schalten, weil ich nicht weiß, wie lange ich angefangen... Doch, ich habe es mir aufgeschrieben. Okay. Aber, ja, wie gesagt, mir gefällt das Spiel. Ich bin jetzt im fünften Part. Das bedeutet 5 Aufnahmen zeitgleich. Oh, super. Genau das meine ich. Ich glaube, die sind wie daneben. Ihr Alunken. Das ist mies. Warum? Okay, die sind anfällig gegen die Axt, aber ich hau zu oft daneben. Da kriegen wir auch diese Insektenflügel her. Die greifen auch ab und zu mal an. Ich meine, gegen Bienen habe ich ja nichts, aber das sind Riesenwespen. Die sind sogar größer als Hornissen. Da ist es vielleicht gar nicht mal so schlau, wenn ich die einfach hier so fliegen lassen würde. So, was haben wir denn? Da haben wir wenigstens alles, was wir für den Bram brauchen. Wunderbar, das müssen wir machen und der Rest ist noch offen. Ja, unser Aufgabenfeld, unser Connectionfeld, unsere Connection wird langsam Stück für Stück größer. Das ist super in erster Linie. 3 Minuten, 1 Minute. Ja, komm, müssen wir jetzt nicht gießen. Ist noch mal eine Melone. Eine Karotte, Entschuldigung. Und kann dann noch mal ein paar Eicheln abernten. Moon, super. Das wird auch noch später lustig. Hey. Hallo Moon. Hallo, bist du bereit? Ja. Wofür? Abenteuer zu erleben. Natürlich, ich freue mich schon auf die Reise in deinem Raumschiff. Okay, aber lass uns zuerst etwas Essen für die Reise vorbereiten. Ich bringe dir das Rezept für Entdecker-Sandwiches bei. Ich mache eins für dich und eins für mich. Und du eins für mich. Wunderbar.
Eigentlich müssen wir beide eins machen. Also ganz, oh, die beiden sind süß. Das ist eine schöne Freundschaft. Schöne, solide Freundschaft. Was da die beiden da haben. So, Küche. Entdecker-Sandwich. Ich brauche Kohl und Käse. Und brauche Brot. Zweimal. Brot selbst ist kein Problem. Da mache ich noch ein Öl. Und noch ein Brot. Das ist soweit ganz gut. Ich brauche Kohl und Käse. Die Frage ist, wo kriege ich Kohl her? Beim letzten Mal hatte ich halt Glück gehabt. Da hat es einfach ein Meteorit mitgebracht. Sage ich ganz ehrlich. Und von daher hielt sich das in Grenzen. Die Frage ist, hier kriege ich das nicht. So, Sonnenblumen habe ich jetzt keine mehr, aber dafür zwei gepflanzt, das ist okay. Und noch ein paar Karotten. Ich muss die zwei Sandwiches jetzt nicht wirklich abgeben. Aber ich muss halt herstellen, um die Quest zu triggern. Und dann kann ich mit dem Mond zum ersten Mal wegfliegen. Das ist doch super. Muss nur gucken, ob ich das in diesem Part noch hinkriege. Aber wir haben ja erst relativ frisch angefangen, obwohl bei 30 Minuten sind knapp 7 Minuten schon ein Drittel. Von daher hält sich das immer in Grenzen. Warte mal, lass mich raten. Der Meteorit bringt jetzt diesen Kohl. Komm schon, Spiel. Liebst du mich oder nicht? Ich hab's gewusst. Ich hab's gewusst. Ich hab es so gewusst. Sorry, Leute, aber ich wusste es einfach. Ich hab's gemerkt. Ah, super. Spiel ist freundlich. Spiel ist lieb zu den Spielern. Das ist schön. So, jetzt will ich hier trotzdem noch mein Wäldchen bauen. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben. Ja, komm, 8 Stück machen wir. Wir könnten eigentlich mehrere von diesen Fleckchen bauen und diese dann immer so Stück für Stück ab holzen, wenn wir sie brauchen. Wie viel Holz haben wir eigentlich? 156. Ja, müssen wir sowieso noch mal ein bisschen, müssen wir sowieso noch mal ran. So, dann wollen wir den Kohl mal. Oder der Bram nennt ihn auch ab und zu, im Endgame nennt er den auch mal Salat, ist es aber Kohl. Ja, 3 Minuten, das geht eigentlich recht fix. Ein Hammer, kriegen 5 Stück raus. Die Frage ist, 5 Stück, wir brauchen 4 und einen könnte ich dann eigentlich wieder einsehen. Ich muss aber trotzdem auf den Bram warten, weil ich keinen Käse herrsche, weil ich manuell keinen Käse herstellen kann. Das ist ärgerlich. 3 Minuten, der ist auch gleich fertig, aber ich habe das Gefühl, dass Feinde in der Nähe sind. Ja, ist mir schon klar. Es ist einer, ist nur einer, okay. Der kriegt man mal ins Kreuz. Bäm! Bitteschön, du Ganove. Ah, wir machen schon ordentlich Aua mittlerweile. So, Mr. Locke. Mr. Locke, ich hab Feuer, ich kann Feuer. Und das interessiert ihn nicht. Herr Locke, erzählst du mir mehr über die Prinzen? Es gibt so viele Geschichten. Moment. Das letzte Mal habe ich es hier irgendwo gesehen. Wo ist es? Ah, da. Das ist ein verstaubtes altes Buch. Es ist eine sehr alte Geschichte, die aber sehr wertvoll ist. Eine Geschichte über Prinzen und Kleinplaneten. Oh, ich würde sie gerne lesen. Klar, du kannst sie haben, aber nicht umsonst. Was möchtest du dafür? Ich habe seit einigen Tagen Rückenschmerzen. Das Alter nimmt mich mit. Soll ich dich massieren? Nein, danke. Ich vertraue auf Zaubertränke. Bring mir 3 Gänseblümchensamen und 2 Insektenflügel. In Ordnung, ich hole die Zutaten für dich. Ich habe keine Ahnung, wo man die Gänseblümchensamen herkriegt. Nicht den geringsten Schimmer. Ich kaufe trotzdem mal das ab. Ich kaufe mal Limatsch ab.
Man weiß ja nie, was man, wo man es brauchen kann. Silbererz. Oh, 41 für den Kürbis. Den kriegt er natürlich. Und dann habe ich wieder ein bisschen Plus gemacht. So. Jetzt muss ich eigentlich nur noch... Ja, 5 Stück. Dann setze ich einen ab. Und dann sollte das kein Problem sein. Küche. Sandwich. Ja, ich brauche 2 Käse. Für den Käse brauche ich aber Bram, weil der einzige ist, der mir den aktuell verkaufen kann. Diesbezüglich bin ich jetzt auf die Gnade des, auf den Zufall und auf die Gnade des Spiels so ein bisschen angewiesen. Na gut, dann ist das aber so. Das gehört ja auch zum Spielelement mit dazu. Ist aber in Ordnung. Ich muss sagen, das Spiel ist sehr, sehr human, was das angeht. Also ich muss jetzt hier nicht Stunden warten, bis ich, was weiß ich, den, bis Bram dann halt vorbeikommt. Und vor allem hier sowieso immer was los ist. Weißt du was, das mache ich. Ich mache hier noch einen Wald, den mache ich ein bisschen weiter weg, dass wenn ich den Wald A abfackle, um Holz zu kriegen, dass ich Wald B nicht abfackle. Ja, machen wir da auch mal so 6-7 Stück hin, vielleicht auch 8. Wunderbar. Und da ist dann auch schon wieder was bereit. Na komm. Ah, das ist zu weit weg vom Brunnen. Haha. So, 5. 6. Ah, komm. 7. 8. Super. Karotten sind fertig, das ist ganz gut. Dann nehme ich die schon mal mit. So, ja, Kohl könnte ich eigentlich, obwohl Kohl habe ich. Ja, machen wir noch ein paar Sonnenblumen. Normalerweise müsste ich auch mal jetzt hier wieder eine Pause machen und den ganzen Kram, den ich hier habe, mal ein bisschen abgrasen und farmen, dass ich von allem mindestens mal 20 so habe. Das ist eigentlich von jedem eine Runde. Daher mache ich das mal so, dass ich meine Felder jetzt mal leer lasse, ja, so dass die leer werden. Und dann mache ich dann einfach mal, wenn ich jetzt genug aufgenommen habe und keine Lust mehr habe, dass ich dann einfach mal anfange und hier von jedem mal 1-2 Runden Zeug abgrase, ohne Aufnahme, so als Farmgedöns, und dann passt das schon. Ich brauche Gänseblümchensamen. Und Insektenflügel. Da ist er wieder. Der Goliath. Hoffentlich muss ich dem nicht wieder die Fresse polieren, dass ich mit dem... Ja, musste nicht immer die Fresse polieren. Wie viel Holz könntest du mir besorgen? Holz? Also, wofür brauchst du es? Wir brauchen ein neues Piratenschiff. Ein Schiff, das im Wasser schwimmen kann. So etwas gab es bisher noch nicht. Wir werden alle Ozeane beherrschen. Aber wir brauchen viel Holz. Ich verstehe. Ich habe einige Bäume und könnte mehr anpflanzen. Ist das in Ordnung? 30 Holzstümpfe. Reicht das aus? Ja, aber wir brauchen sie schnell. Mit so einer kleinen Axt dauert es zu lange. Ich bringe dir bei, wie man eine Piratenaxt herstellt. Oh, danke schön. Aber flott, verschwenden wir keine Zeit mehr. Das ist schön, aber ich mach's mit Feuer. Hier ist dein Holz. Das ist genug, damit können wir das Deck fertig schellen. Bald können wir lossegeln. Über das Wasser, das gab es noch nie, Kleiner. Ja, ist klar. Nein, ich wollte doch noch gucken, was du mir zu verkaufen hast. Du Lümmel. Ach. Ja, der ist ein bisschen eigensinnig, der Kerl. Aber, um ehrlich zu sein, hat er das Herz am rechten Fleck. Von daher passt das schon. So, was wollte ich machen? Ich wollte meine Sachen eigentlich leeren. Okay. Ja, 2 Minuten, das passt. Sieht ganz gut aus, obwohl 13 Minuten. Ja. Na gut, macht nichts. Dann hole ich hier nochmal ein bisschen Saatgut. Habe ich hier nicht noch irgendwo
Bei meinem Wäldchen. In dem Wäldchenbrunnen muss da noch was sein. Hier ist nichts mehr. Das ist ärgerlich. Aber hier muss noch Wasser drin sein. Gut. Welche Sonnenblume hier vorne noch mal gießen, dass die sich ein bisschen schneller... Oh! Eine Minute. Nein, hinten die. Das ist die teure, ne? Ja. Egal, es regnet wieder. Das ist gut. Von daher einfach hier rein und da und hier überall mal drüber. Wunderbar. Und hier drüber. Das ist schön. Ja, jetzt ist viel am Wachsen. Hier einfach schön drüber. Wunderbar. Super. So, am wenigsten habe ich Kürbisse. Nee, Sonnenblumen. Ja, noch nicht. Müsste man mal abwarten. 9, genau. Da muss mal gucken, was ich am ehesten machen will. Aber ich brauche Bram. Bram, wo bist du? Ich brauche dich. Super. Ja, super duper. Oh, 4 Pilze, das ist ganz gut. Die hole ich mir natürlich alle und gucke, ob ich da bin. Ich meine, wenn ich schon mal auf den Bram warte, dass ich mir Käse von dem kaufen kann. Oder auf ein Sandwich muss. Ist zwar schön, Käse drauf zu haben auf ein Sandwich, aber ich muss ganz ehrlich sagen, brauche ich nicht unbedingt. Ich brauche da einfach ein bisschen Schinkenwurst. Tomate wäre schon geil, ein bisschen Mayonnaise oder Remouladensauce ist auch in Ordnung, Spritzer Ketchup, ein bisschen Salat. Das nenne ich Sandwich. Und natürlich diese dicken Super Sandwich-Scheiben. Ich habe Hunger. Ich will ein Sandwich. Und Kuchen. Aber ich habe hier noch meine Waffeln. Das ist auch ganz super. Okay. So, Ja, passt eigentlich. Schade, dass man das nicht automatisieren kann. Gut, hier läuft alles ganz gut. Ah, Bram, super. Aber hier will ich den Fisch noch angeln. Dann kann ich nämlich richtig bei dem reinhauen. So, jetzt will ich hier nochmal hingehen, gucken, ob ich in der Küche noch irgendwas brauen kann. Ja, 2 Stück von denen, dann kann ich die dem alle verkaufen. Und ich brauche Käse von dem. Jetzt aber schnell hin, nett, dass der abhaut. Bei deren Minutenbesuche. Vielen Dank für die Zutat. Brrr, jetzt fügen wir noch einen Trank hinzu und köstlicher Wackelpudding. Köstlich. Herr Bram, Moon ist wirklich lieb zu mir und ich möchte ihr etwas Besonderes kochen. Arr, der Kleine ist verliebt. Nein, so ist es nicht. Wir sind Freunde. Brrr, ich habe das perfekte Rezept, um Freunde zu überraschen. Süße Pfannkuchen. Es ist ein einfaches Rezept, aber es ist einfach göttlich. Das hört sich gut an. So, kaufen, Käse, 1, 2, was kann ich hier noch kaufen? Larven, das ist ganz gut, was kann ich denn bei dem verkaufen? Die Suppen, die Fische, für den Wackelpudding gibt der mir viel. Könnte ich natürlich selbst essen, aber es ist eigentlich nur ein Gericht, von daher kann ich dem das ruhig verkaufen. So, nächstes. Hier, Wackelpudding für die Moon. Das ist eigentlich auch ganz cool. Das sind so diese übertragbaren Quests. Der Bram hat mir den Auftrag gegeben, Pfannkuchen zu bauen, den ich dann Moon übergeben muss. Und die sehen dann ungefähr so aus. Da sind dann 2 Charaktere-Bildschirme drin. Links ist der den Auftrag gegeben hat. Und rechts ist der, für den das Erzeugnis dann ist. So, 2 Minuten, das passt. So,
So, Küche, Sandwich, machen wir zwei Stück. Wunderbar. Was brauche ich für die Pfannkuchen? Milch. Moment, du bleibst mal hier. Du bleibst schön hier. So, gut. Dann kann ich auch gleich zwei Fliegen mit einer Klappe schlagen. Nee, ich warte, bevor es rumbackt. Weil ich kann ja der Moon hier dann auch die Pfannkuchen geben. Aber das Problem ist, wenn die halt kommt, dann will ich ihr erstmal das andere Zeug geben. So, ich gieße jetzt trotzdem zwei Minuten. Wenn das dann fertig ist, fange ich an mit Pflanzen und rufe dann die Moon her. Ne? Muss ich mir noch ein paar Game-Notizen machen. Gut, von was habe ich denn am wenigsten? Machen wir jetzt mal erstmal eine Runde Kohl. Dann sollte ich eigentlich genug haben. So, einen Planeten drehe ich mal hier hin. Und dahin. Und dahin. Super, dann kann ich hier auch gleich abernten. Okay, ein paar Sonnenblumensamen, das ist schön. Und noch ein paar Wassermelonen. Und noch eine Sonnenblume, okay. So. Moon, ich habe jetzt das Zeichen verwendet, dass die herkommt, die olle Schrapnelle. Nee, Quatsch. Hey. Die Sandwiches sind fertig. Los geht's, wir reisen nach Ancora. Okay. Alles klar? Wunderbar? Ja. Wir sind auf Ancora angekommen. Es ist wunderschön. Ein absolutes Winterwunderland. Das ist der nördliche Teil dieses großen Planeten. Er ist sehr kalt. Wickel dich warm in deinen Umhang ein. Ich kann ein Zelt sehen. Wer wohnt dort? Es ist ein Lager der Ankh-Jäger. Er gehört meinem Freund Omi. Komm, ich stell dich vor. Ja, wir können jetzt mit der Moon hier auch zurückreisen und so weiter und so fort. Und ja, den Planeten können wir besuchen. Moon, lange nicht gesehen. Endlich bist du gekommen. Hi, Omi. Ich habe jemand mitgebracht. Das ist Ako, das Kind, das auf dem Planeten Dayland wohnt. Willkommen auf Ancora. Ein Freund von Moon ist ein Freund der Angst. Und Hut? Ich dachte, sie wohnt bei dir. Darüber möchte ich lieber nicht reden. Warum bist du hier? Die Patrouille hat mich auf eine Mission geschickt, die weisen Männer zu kontaktieren. Seltsame Dinge ereignen sich auf dem Planeten dieses Quadranten. Vielleicht kann der weise Nidavi es mit seinen hellseherischen Fähigkeiten aufklären. In letzter Zeit ist der Eisweise sehr nervös. Es wäre besser, wenn du selbst zum Eistempel gehst und direkt mit ihm sprichst. Dann mal los! Seid vorsichtig wegen des Schneesturms. Nehmt die heiße Suppe mit auf die Reise. Ja, oh, super. Hier könnte ich auch Larven von dem kaufen. Also wir können jetzt immer hier hinreisen und ein paar Sachen von dem kaufen, das ist ganz cool. Der kauft auch ein paar andere Sachen an und so weiter und so fort. Ah, der kauft auch diese Hörner. Da verkaufe ich mal alle bis auf drei. Ansonsten, ja, passt schon. Hier haben wir auch noch Quests, das ist eigentlich auch ganz lustig. Wir können hier auch ein paar Sachen sammeln. Hier müssen wir ein bisschen aufpassen.
Ja, hier gibt es nämlich auch Viecher. Die hinterlassen Fleisch und so ein Kram. Die greifen uns an, also das ist ein Monster. Moon! Piu, piu, piu! Super, das machst du super, Mädchen. Wunderbar. Hier finden wir auch Limatsch. Endlich. Eichhörnchen! Nein. Ey, du greifst mich nicht an, du Lümmel. So, Bäume können wir auf diesem Planeten nicht fällen, also von daher einfach mal ein bisschen entspannen. Ich will jetzt noch mal eine Karotte essen, weil mein Hunger oben links ein bisschen aufregt. Ich gucke mich einfach mal hier so ein bisschen um. Wir können nicht überall lang laufen. Das bedeutet hier am besten so der festgesetzte Weg. Alles andere ist halt eher so, meh, das ist Eis. Hier kommen wir auch hoch, das ist soweit super. Von daher, ich könnte natürlich den direkten Weg gehen, aber ich gehe natürlich extra für euch. Ah, nee, 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 oder, ist das jetzt schon der Fall? Macht das Sinn? Ich bin mir nicht ganz sicher. So, wir können jetzt auch Kraftstoff herstellen. Den brauchen wir nämlich, wenn wir hier wieder herreisen wollen. Können wir die Moon rufen und da brauchen wir einen Kraftstoff. So, jetzt haben wir wieder Limatsch. Oh, super. Hier wohnt die... Hut! Beste Freundin Moon! Die haben alle die gleiche Stimme. Komm schnell herein, draußen ist es kalt. Oh, und wer bist du? Mein Name ist Arko. Ich bin auch mit Moon befreundet. Dann solltest du dich glücklich schätzen. Moon ist die beste Freundin, die man nur haben kann. Das reicht gut. Wir haben Omi gesehen, als wir ankamen. Habt ihr euch gestritten? Dieser arrogante Ank. Läuft es nicht gut? Er interessiert sich nur für die Jagd und Abenteuer. Ich will eine Familie gründen, zusammen alt werden, ein neues Lager bauen. Aber dem großen Jäger des Nordens scheint das alles nicht wichtig zu sein. Oh Hut, sei nicht so bitter. Ich bin mir sicher, dass alles wieder gut wird. Ich will nicht mehr über den haarigen Angeber reden. Was kochst du da? Ich bin dabei, einen Eintopf zuzubereiten. Aber mir fehlen noch einige Zutaten. Könnt ihr mir sie holen? Natürlich. Fledermausflügel und Fleisch. Jawohl, Eintopf mit Fleisch. Die finden... Ah, Gänseblümchensamen. Ja, super. Die kaufe ich alle. Und Tomate kaufe ich auch eine. Jetzt haben wir, können wir nämlich auch Tomaten ansammeln. Was will die dann haben? Milch? Warum habe ich Milch gekauft? Ja, ist egal. Kriegen wir schon hin. Gänseblümchensamen, das bedeutet, Insektenflügel brauchen wir. Da müssen wir einfach hin. Hier brauchen wir noch. Ja, läuft ganz gut. Also unsere Connection von dem kleinen Arko wird größer. Jetzt müssen wir erst nochmal bei dem Weisen quatschen. Wir können hier mit dem Feuerzauber natürlich sehr, sehr viel machen, weil die alle ein bisschen anfällig sind. Da ist der Tempel. Er sieht fantastisch aus. Moment mal, hörst du das? Ich frage noch einmal. Was hast du im Eis gesehen? Die Eisoffenbarungen sind nicht für dich bestimmt. Verlasse diesen heiligen Ort. Hehe, dein letzter Schuss ging daneben, alter Mann. Schlaf jetzt. Stopp! Was? Arko, sei bereit zu kämpfen! Ja, hier können wir nichts machen. Kann uns nur auf die Fresse geben. Oh, du Ratte. Frust. Nee. Das war knapp. Die Angst haben die Macht der Spinne herausgefordert. Früher oder später werdet ihr dafür bezahlen. Geht es Ihnen gut, weiser Nidavi? Mach dir keine Sorgen um mich. Ein Ankweiser wird nicht so einfach besiegt. Wer war das? Das kann ich nicht sagen, kleine Moon. Vielleicht ein Dämon? Wer auch immer es war, er scheint sehr mächtig zu sein und bösartige Pläne zu haben. Eines war sehr seltsam. Er kann mit Magie umgehen, wie die Prinzen. Prinzen? Alle Prinzen. Ein Prinz! Das kann nicht sein. Und so bald.
Wo wohnst du? Prinz Arko? So heißt du doch, oder? Ja, ich lebe auf einem kleinen Planeten namens Dayland. Dayland, der Winzling, ein Kleinplanet. Das darfst du niemandem erzählen. Du musst es so lange wie möglich geheim halten. Nur die Sternpatrouille darf Bescheid wissen, zu deiner eigenen Sicherheit. Was ist so besonders an meinem Planeten? Ihr seid beide etwas Besonderes, der Prinz und der Kleinplanet. Der Tag wird kommen, an dem der Planet Dayland dein Kristallherz enthüllt und dann... Dann wirst du alles verstehen. Moon, ich fühle mich unwohl. Können wir zurück nach Dayland reisen? Natürlich. Los geht's. Es ist nicht weit. Alles klar. Ja, jetzt geht's mit der Story weiter. Wir sind also ein Prinz. Das haben wir uns aber schon so ein bisschen selbst gedacht. Wir sind natürlich mit Dayland verbunden und dem Arko geht es nicht gut. Das liegt aber nicht daran, dass der jetzt die Sache erfahren hat oder dass dem mulmig im Bauch wird. Man sieht ja auch am Rand wird es ein bisschen dunkler. Sondern das Problem liegt einfach daran, der Arko kann nicht so lange von seinem Planeten getrennt bleiben. Da fühlt er sich einfach unwohl. Es tut ihm nicht weh, ihm wird nicht schlecht oder so, aber ihm wird einfach mulmig. Ich weiß nur nicht warum. Na komm her. Fernkampf, Magic! Boom! Boah, das war fast One-Hit, Mann. Jetzt von hinten mit der Axt ins Kreuz. Oh, das hat gesessen. Toll. Holz. Yay. Ich weiß nicht. So, jetzt müssen wir erstmal wieder zurück zum Raumschiff. Dann sagt der Arko, dass es dem nicht so toll, dass der das zwar schön fand und hatte Spaß dabei, aber dass es dem nicht so gut geht. Und von daher, jo. Dann erkennen wir den ganzen Kram auch. So, was haben wir denn sonst? Gänseblümchen, ja, Pfannkuchen, okay. Weißt du was, das mache ich in dem Part noch. Und dann mache ich ein kurzes Aufnahmepäuschen, weil wie gesagt, ich bin jetzt schon 5 Parts am Stück am Aufnehmen. Und spiele aber in dem Spiel trotzdem noch weiter, damit ich halt ein bisschen abgrasen kann und allem drum und dran. Ist alles okay? Ja, es war schön, den Ankh zu treffen. Aber heute habe ich erfahren, dass ich nicht lange von Dayland weg sein kann. Mein Herz leidet, wenn ich nicht da bin. Es war, als hätte ich einen Teil von mir verloren. Dann werden wir nie zu lange wegbleiben. Trotzdem würde ich gerne noch einmal nach Ankora reisen. Gerne. Oh, super. Die Moon ist süß. Die ist toll, die ist lieb. Also nicht süß im Sinne von Hallo, Süße. Sondern eher so nach dem Motto, oh ja, super, die hab ich total lieb. Wie so eine Schwester, die sich echt um dich kümmert. Beziehungsweise so richtig kümmern, ja, hin und her, aber die sich auch so ein bisschen Gedanken um dich macht. Das ist cool, das ist so cool, es ist. So, ich wollte hier nochmal zurück nach Dayland reisen, haben wir das jetzt auch noch mitgenommen. Der Moon wollte ich ja noch den Kuchen geben. Ich habe genug Erfahrung gesammelt. Oh, die kann ich nicht anreisen. Schade. Warum kann ich die jetzt nicht rufen? Vielleicht, weil die gerade erst weg ist. So, Tomate habe ich gekauft. Die wollte ich gerne anpflanzen. Die brauchen wir nämlich später auch noch. Dann nochmal einen... Genau, da ist sie ja, die olle Schrapnelle. Oh, die will ich nicht so nennen. Ich habe die ja voll gern. Die ist voll lieb. Ich habe im Moment keine Aufträge. Sprich beim nächsten Besuch nochmal mit mir. Ja, das ist ja kein Problem. Ich will jetzt einen Pfannkuchen machen und ihn dir geben. Küche. Pfannkuchen. Wunderbar. Mädchen bleibt da liegen. Moon, hier geblieben. Guck mal, Moon. Hab ich extra eingespuckt. Das riecht toll, Arko. Was hast du gekocht? Ich wollte dich überraschen. Das ist sehr lieb von dir. Lass mich mal probieren. Die Pfannkuchen sind unglaublich lecker. Danke, dass du dir so viel Mühe für mich gemacht hast. Oh, oh super. Wunderbar, schön. Oben links. Dieser kleine Lümmel, der sieht so unschuldig auf dem Profilbild aus, aber eigentlich so ein richtig kleiner Womanizer, muss man schon sagen. Also der weiß schon echt, wie er sich die Moon um den Finger wickeln muss. Freundet sich mit einem Piraten an, der ihm erstmal auf die Glocke hauen will, wird Lehrling von einem Koch und dadurch gewinnt er das Herz von einer Raumpatrouillen.
Kapitänin. Alter Kleine, für sein Alter hat das echt not bad, not bad. Aber ist ja auch voll lieb, muss man ganz ehrlich sagen. Also für die Damen da draußen, ich glaube, wenn da so ein kleiner Junge extra für euch ein paar Pfannkuchen macht, dann gebt ihr dem auch schon mal so eine kleine Dankesumarmung. Das ist ja wohl logisch. Da wird jede Frau schwach. Das ist nicht mehr so nach dem Motto, oh, hallo, hier ein Diamant. Nein, hier, ich habe was Leckeres für dich gekocht, extra für dich. Ja. So, gehe ich nochmal runter pennen. Oh, Kraft und Intelligenz. Ich mache ein bisschen auf Kraft. Oh, Goliath, zeigt dem Kleinen mal, wie man stärker wird. Schön. Dann würde ich sagen, beende ich den Part. Und ja, generell die Aufnahme. Ich habe für heute genug gemacht. 5 bis 6 Videos. Ne, ich glaube nur 5. Wir sehen uns beim nächsten Part. Und ich werde da einfach noch ein paar Sachen ernten, beziehungsweise abgrasen. Also farmen, wirklich hier Farming. Und ja, sprich, eigentlich nichts Besonderes. Holz und Tomaten und allem drum und dran. Also dann, Leute, macht's gut. Bis dann. Ciao mit V.